Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog! Du hast es wirklich gut gemacht. Guten Tag, Freunde der schlechten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einem neuen Family. Achso, das habe ich ja schon gesagt. Ja, heute zeige ich euch, wie man Locken macht. Kennt ihr den Hintergrund noch? Also die Leute, die mir schon sehr lange folgen, kennen den Hintergrund. Ich bin bei meiner Mama in Sachsen. Hier, Oskar. Ja, bei die Omi. Engel. Nudi. Oh, hat gerade keine Lust auf Mutti. Und zwar, ich gehe heute zur Kosmetik. Mama hat Babydienst. Und ja, deshalb lasse ich es mal gut gehen. Das will ich jetzt übrigens, das will ich jetzt übrigens jedes Mal machen, wenn ich in Sachsen bin. Und ich werde mir das während der Elternzeit öfters gönnen, dass ich mal herkomme. Weil dann kann ich eben doch mal so Sachen in Ruhe machen. Zum Problemchen, ihr seht es jetzt nicht. Mal gucken, ob ich es euch dann später mal noch zeige. Meine Haare sind grün. Also nicht meine kompletten Haare, aber meine Spitzen sind grün. Ich war ja letztens beim Friseur und habe die mit einer Färbung heller machen lassen, weil ich darf ja keine Blondierung nehmen. Und habe dann so lilanes Zeug von Wella mitbekommen. Hair Refresh oder so heißt das. Und das ist so eine Tube. Und da hat die Friseurin sagt man ja nicht mehr, oder? Friseurin gesagt, wenn ich was Falsches sage, berichtigt mich. Ich will ja niemanden dissen. Und ja, die hat zu mir gesagt, mach das rein, wenn deine Haare wieder so einen Gelbstich bekommen. 15 Minuten. Das Ergebnis hier oben ganz gut. Das hier, der Teil ganz, ganz gut. Und meine kompletten Spitzen, also ich, was heißt Spitzenlängen, ich sage jetzt mal 15 cm sind grün. Richtig grün. Und habe ich jetzt gerade angerufen. Und dann hat der das gesagt. Und dann hat die gesagt, ja, dann soll ich auf jeden Fall vorbeikommen. Das kann ich ja nicht so spontan machen. Und deshalb habe ich jetzt nächste Woche einen Termin. Wenn ihr das Video seht, hatte ich den Termin schon, aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Muttis Osterdeko. Ganz süß. Ganz wunderschön, ja. Ich werde jetzt nochmal mein Kind stillen und dann werde ich mich langsam auf den Weg machen zur Kosmetik. Oh, ich freue mich, Leute, ich freue mich. Oh, das ist immer, also das ist immer, ich war jetzt erst einmal nach der Geburt und das ist aber echt immer, also wie Urlaub. Also ich war ja früher öfters bei der Kosmetik und da kommst du dir vor wie, fast wie 3 Wochen Hawaii. Und die rote Schüssel, da sind deine Klammern drin. Sind Schatzi, wir sind hier. Wir wollen nämlich bei den Kissen hier. Wir haben hier nämlich so ein Kissen. Das kommt immer über sie halt drüber, wenn wir mit dem Kinderwagen spazieren gehen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen weniger. Aber Mutti, du kannst reinkommen, brauchst nicht mehr die Schüssel stehen. Ich habe hier die Kamera. So, kannst du Musik schnell. Mutti ist ein bisschen kamerascheu. Ja, denkst du das? Was ist denn das überhaupt? Hä? Na, ist das scharf oder? Nee. Das ist irgendwas Künstliches. Ja, viel besser. Ist es wirklich besser? So machen wir es. So machen wir es. So machen wir es, sagt sie. Jetzt auf dem Weg zur Kosmetik. Und sorry für die Sonnenbrille. Ich weiß, viele von euch finden das bestimmt mega unhöflich. So sehr scheint die Sonne gar nicht, aber ich weiß nicht, oh jetzt kommt Wind, ob mir das Mamas bestätigen können, die stillen. Seitdem ich stille, sind meine Augen so lichtempfindlich geworden, das ist echt Hammer. Ja, was ich sagen wollte, ich finde es total süß von euch, dass ihr mir schreibt, Franzi, ich finde das total cool, dass du in der Öffentlichkeit vloggst. Das freut mich echt, dass ihr das nicht als selbstverständlich seht, weil das ist... selbstverständlich seht. Wir wollen ja hier Deutsch reden, weil das ist echt so der Moment, wo ich die Kamera raushole, ist immer so ein bisschen. Dann finde ich es auch süß, dass einige von euch, wenn ich einen neuen Vlog hochgeladen habe, danke Franzi für den Vlog. Das finde ich so schön von euch. Also vielen, vielen Dank und ich habe euch zu danken, dass ihr euch meinen Gehirnschiss anguckt.
Finde ich richtig schön, das wollte ich nur mal anmerken. Was ich auch richtig cool fand, ich muss euch jetzt mal so ein bisschen von euch erzählen, wie cool ihr seid. Und zwar habt ihr das doch im letzten Vlog gesehen, dass Christoph quasi den Verkehr geregelt hat, was ich so toll fand. Und ich habe gerade eine Nachricht auf Instagram bekommen, dass von einer Zuschauerin der Bruder letztens an dem Ort war, wo Christoph den Verkehr geregelt hat. Und er kam nach Hause und hat ihr erzählt, ja, an dem und dem Ort haben es wieder die Autofahrer nicht gesteuert gekriegt, den Bus vorbeizulassen. Und da war so ein Typ und der hat erstmal den Verkehr geregelt, weil die anderen haben es nicht geschissen bekommen. So klein ist die Welt, ne? Fand ich richtig cool. Ja, jetzt komme ich langsam in die Stadt, jetzt wird es laut und auch ein bisschen peinlich und deshalb höre ich jetzt erstmal auf. Ihr werdet mich dann im neuen Glanze wiedersehen, Freunde. Ich bin jetzt wieder auf dem Nachhauseweg. Es war beautiful. Ich sehe jetzt vielleicht nicht ganz so entspannt aus, was aber daran liegt, ich habe meine Mama vorhin angerufen vor 10 Minuten und sie so, ja, sie wird langsam unruhig. Ich denke nicht, dass sie Hunger hat. Ich denke, dass sie müde ist und sich wieder gegen den Schlaf wehrt. Das kann sie nämlich am besten. So, ich habe für meine Mama als, also nicht, seht ihr das, als kleines Dankeschön was gekauft. Und zwar, oh Gott, ich bin fertig. Das war Berg. Die steht auf dem Make-up von der Kosmetikerin und das kostet normal 57 Euro kostet das Make-up und ihres ist fast leer. Und sie meinte schon, ach, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal hole. Und das ist so teuer. Den habe ich da jetzt gekauft. Also die Kosmetikerin ist so süß, das ist eine Russin. Naja, den Russen und den Polen gehört ja mein Herz, ne? Tante Renata, ich grüße dich. Onkel Mischu, lass die Haare wehen. Nastorovia. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a mad man, dude. Love the body. Ein Wind. I'm in love with your body. Klopf, klopf. Hey, bleib sitzen. Oh, Murf. Murf. Schodi. Und wer weint denn hier? Oh. Hey, das mal, wenn ich sie hinlegen würde. Da ist er schön eingeschlafen, mein Baum. Ich meine, irgendwann kannst du ja drin haben. Oh, oh, schön siehst du aus. Wie eine Göttin. Wie eine Göttin? Also wirklich. Oh. Das war Oma, wisst ihr? Pups! Das ist doch nur Pups, guten Tag! Ja, das war jetzt gut, du kommst jetzt an den Busen. Ja. Ganz schnell. So, Omi, die Mathilda, die hat noch was für dich, weil du immer so schön auf sie aufpasst und ihr immer so schön den Pups abwischst. Kannst du ja mal sehen. Hast du das der Omi gekauft? Oh, also, das ist aber schön. Also die Blümchen. Die sind von der Mathilda. Die sind von der, nee, die sind von der Kosmetikerin für dich. Langsam. Ja, pass auf, weil. Weil. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Zeig mir schon. Oh. Weil meine, das wird nämlich an. Das wusste ich ja. Da kommen jetzt leider Tränen. Oh, Mutti. Da muss die Omi gleich heulen. Ja. Und du, hast du das Outfit von der Nina an? Hat das die Nina für dich genäht? Also die Hose, ne? Erzähl mal. Bist du heute wieder besonders süß? Ja? Wir gucken jetzt in deine Schlüpper und dann gehen wir spazieren. Wa? Sind Mamas Augenbrauen on fleek? Was sagst du? Also mein Vati hat mir gerade ein riesen Kompliment gemacht. Warte, ich zitiere, was hast du gesagt? Ich sehe schlimm aus.
So, fragt er mich, ob meine Augenringe geschminkt sind. Hm? Ist jetzt der neueste Schrei. Nee, die sind halt so. Die sind. Deshalb, wegen meinen Augenringen, haben wir uns jetzt entschlossen, dass der Opa und die Oma spazieren gehen und die Mutti legt sich einfach nochmal ins Nest. Oh. Ihr denkt jetzt, sie wird abgeschlachtet, aber in Wahrheit ziehen wir ihr nur die Jacke an. Sie jedes Mal das Gleiche. Ja, also Fazit zu meinem Kosmetikbesuch. Ich sehe schlimm aus. Wir laufen doch beim Bäckerhof vorbei. Na, ich würde zum Kaffee eigentlich nicht. Ich würde da wirklich da lieber nochmal die Döde Oma essen. Braucht jetzt wegen mir keinen. Die sieht richtig schick aus, Mutti, ey. So eine Hipster-Oma. Mutti. I'm in love with your body. Hua, 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 hua. Jetzt heißt es Power entspannen. Schlafen, bullern. Ja. So, wir fahren jetzt einkaufen zu Kaufland oder wie die Sachsen gern sagen. Zu Kaufland. Wird das eigentlich ein großer Einkauf, Mutti? Ja. Schämst du dich, was vor der Kamera zu sagen, Mutti? Ja. Mutti schämt sich ein bisschen wegen ihrem Sächsisch. Ja. Könnt ja mal alle schreiben, dass ihr das alle richtig cool findet, weil es schreibt ihr immer bei mir, yeah, dein sächsischer Dialekt ist so cool. Ja, meiner ist ja auch viel schlimmer. Der ist überhaupt nicht viel schlimmer, Mutti. Viel schlimmer. Und dann lass du mich an, meine Süße. Hm? Nudel, Nudel, Nudel. Du bist doch die Nudel. Was hat sie gebrochen? Nein. Wir müssen noch warten, bis der Obi fertig ist. Was macht denn der Obi? Der baut einen Kindersitz ein. Ja, und du hast Spaß. Du hast Spaß. Wie bist du wieder so ein Zitteraal? So ein Zitteraal? Wie die sich umregeln. Hier ist gleich das nächste Süße. Hallo, euch Kollegen. Nee, geh runter. Nee, komm nicht hin. Ui. Na? Ui. Wird's gehen, Engel? Hör doch auf. Du Spinni. Hör doch auf. Oskar, mach Sitz. Die Pfeifi. Die Pfeifi. Dankeschön. So, Leute, wir waren einkaufen und ich habe nicht gefilmt. Ich muss gehen. Tut mir sehr leid. Ich bin jetzt in der Zeit, wo wir einkaufen waren, gefühlt um 80 Jahre gealtert. Ich hätte euch ja mitgenommen, wisst ihr ja, ich habe jetzt damit nicht mehr so Riesenprobleme, aber Mathilda hat ganz doll geweint. Wir haben die in den Maxi-Cosi reingesetzt und dann hat die ganze Autofahrt geweint. Da musste ich sie rausnehmen aus dem Maxi-Cosi dann. Dann habe sie dann halt im Laden rumgetragen, da war sie ruhig und dann haben wir sie wieder reingesetzt. Da hat sie auch nochmal geschrien, also dann halt in den Einkaufswagen. Haben wir den Maxi-Cosi draufgestellt. Bieb, 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 ups. Und da hat sie auch noch mal kurz geschrien und dann ist sie eingeschlafen. Aber ich glaube nicht, weil sie müde war, sondern einfach aus Erschöpfung vorm Schreien. Und das hatten wir bis jetzt selten, dass sie vor Erschöpfung einschläft, weil sie so, ich weiß nicht, ich rede bestimmt gerade auch im Fieberwahn. Ich bin so fertig gerade. Das sind so die schlimmsten Momente bis jetzt, die ich habe. Noch schlimmer, als wenn sie beim Kinderarzt weint. Boop! Weil da weiß ich, warum sie weint. Ja, keine Ahnung warum. Warum sie so geweint hat. Wir fahren jetzt nach Hause. Da werde ich duschen gehen. Leute, es tut mir so leid. Die Nächte sind auch ziemlich schlecht, weil Mathilda immer redet. Die quatscht immer so viel in der Nacht. Und ich versuche sie schon still zu stillen, so dass sie mein Gesicht nicht sieht durch das Stilllicht. Sobald sie mein Gesicht sieht, kommt dieser hier. Und nach diesem kommt's Quatschen. Ja. Es tut mir leid. Oh. So Leute, der Obi hat eindeutig seine Prioritäten gesetzt. Enkelin und das Backs der Arbeiterklasse. Und ganz im Trend die Gürteltasche. Muss immer mit dabei sein. Good morning in the morning vom Doppelkinn. Ja, ich konnte gestern nicht mehr filmen. Ich wollte eigentlich filmen, als wir draußen waren. Lisa und ich, wir sind ja gestern auch noch eine Runde mit Oskar gegangen. Aber mein Akku hat aufgegeben. Deshalb machen wir das heute. Sie holt mich halt wieder ab. Das ist so unser Ritual, wenn ich zu Hause bin.
Hey. Was war denn heute Nacht? Was war denn? Hm? Ja. Bubs? Du bist frech, Dachs. Mathilda hat mich die Nacht wieder hervorragend schlafen lassen. Ab 5:30 war sie bis 6:30 durchgängig wach. Sagt man das durchgängig oder durchgehend? Ja. Ich habe jetzt vorhin gerade mit der Annika geschrieben, mit der Pip. Viele von euch schreiben immer, ja, du würdest dich bestimmt mit der Pip gut verstehen. Ja, eigentlich hassen wir uns, aber ab und zu schreiben wir schon mal miteinander. Und die hat mir gesagt, es ist vielleicht eine Idee, Mathilda auszuquartieren. Also in ihr eigenes Bett, trotzdem noch mit bei uns im Zimmer. Weil Mathilda wird meine Unruhe in der Nacht einfach mitbekommen, wenn ich mich viel drehe. Und ja, und bei Leni hat es wohl gut geholfen. Wenn wir nach Hause kommen, bekommst du dein eigenes Bett. Findest du denn das? Hä? Du! Oh, hier ist so niedlich, könnt's auch fressen. Geht jetzt in die Stadt. Die lässt die Füße wieder schön hobeln. Ja, die geht zu, wie sagt man, wie heißt das? Podologin. Ja, aber, ja, Pediküre, ne? Oh. Ne, ist das Maniküre? Ne, Maniküre ist Hände. Ja. So, Pediküre. Und ich werde dann mit Mathilda nachkommen, weil ich nochmal zu Rossmann muss. Ist ja nicht so, dass ich letztens das war. Ich habe mir übrigens einen Concealer noch geholt von Rival de Loup, den hatte ich ja schon mal. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr findet, dass man die Augenringe heute nicht mehr so schlimm sieht. Jedenfalls brauche ich für mein Rook Piercing, also ich brauche ein komplett neues Rook Piercing, weil mir ist die Kugel irgendwie abhanden gekommen. Deshalb brauche ich ein neues Piercing, ja. Deshalb muss ich nochmal zu Rossmann. Und die Omi, wir sehen heute die Ohr-Omi. Die werdet ihr bestimmt auch wieder sehen. Ja, ansonsten steht heute nicht wirklich was an. Ne? Gucken wir mal. Ich laufe jetzt in die Stadt. Mathilda schläft. Mal gucken, wie lange. Hat ja die ganze Nacht nicht geschlafen, von daher müsste sie ja eigentlich ein bisschen was nachholen. Ich bin gerade mal einen anderen Weg gelaufen, durch eine Wohnsiedlung, wo ich früher als Teenie mit meinen Eltern gewohnt habe. Das ist echt krass, so man wird so ein bisschen melancholisch irgendwie, ich weiß auch nicht. Gerade habe ich mir das Stadtbad angeguckt und ich weiß noch genau, wie wir da als Mädels immer hin sind und ich immer nur im Top ins Wasser gegangen bin, weil ich mich geschämt habe. Also natürlich auch mit Schlüpper, nicht nur im Top, aber halt nie irgendwie Bikini oder so. Und wie uns die Kerle immer geärgert haben und ins Wasser geschmissen haben. Heute bräuchten sie einen Kran, um mich ins Wasser zu hieven. Hier ist so wenig Verkehr, ey, das ist so krass. Nicht mit Hamburg zu vergleichen, aber so gar nicht. Ja, ich habe für Mathilda, ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, die Spieluhr gekauft. Die ist von Ernstings. Ein ganz süßer Drache. Und sie schläft. Und weil viele fragen, ob wir mit dem Kinderwagen von Bini Vita zufrieden sind, wir lieben den. Wir lieben den. Di, bip. Nee. Wann tust du denn was Eiskaltes? Oma, sag mal hallo YouTube. Grüßt euch. Schwitzt wie ein Schwein, Servus. Ich hab gestern Uhr geschwitzt wie Schwein. Wir machen jetzt nochmal zu Ernstings Family. Die Oma hat was weglegen lassen. Ja. Was denn, Oma? Das wirst du dann sehen. Lass dann sehen. Naja, sind wir mal gespannt. Ich habe mir jetzt nämlich ein neues Piercing noch holen müssen bei Rossmann Oma, weil mir ist die Kugel hier rausgefallen. Gucken wir mal. Was Schickes. Ja. Kriegst du was Schickes, Inge? Ja. Tschüss. Du kriegst den. Ja. Das ist selbstverständlich. Ja. Geht die Omi mit dir noch in den Hutladen, ne? Ja. So, Mathilda ist bei ihrer Omi, bei ihrer Ur-Omi und hat eine neue schicke Mütze. Aus dem Hutladen, ne? Direkt aus dem Hutladen. Schicki. Ja, die ist ein bisschen quarki, die können wir nicht ablegen gerade. Und ich gönne mir jetzt erstmal Latte Macchiato. Hat er gesagt. Hat er geschrieben.
Machen wir wie, was machen wir da mit der Pizza wieder? Machen wir da wieder drei? Ja, ich glaube, müssen wir machen. Ben & Jerry's Eis. Ja, das isst man ja jetzt auch nicht jeden Tag. Das kann man immer am Wochenende kann man schon machen. Ja. Also ich bin fort. Wir sind jetzt wieder da. Also ich bin da. Oma ist noch mit Mathilda eine Runde, weil sie ist jetzt doch eingeschlafen. Ich habe bei Ernstings zwei Outfits bekommen von meiner Omsch. Und es war nämlich ganz witzig. Weil in der Nebenkabine, da war auch eine junge Frau. Und die war vielleicht so mein Alter und der Kleine, die war im Kinderwagen, die war vielleicht so gerade 2 Monate. Und der Mutti stand vor der Kabine mit Kinderwagen halt. Und die so aus der Kabine, oh, mir passt nicht, Mutti, ich brauch gar nicht probieren, mir passen keine Jeans, nicht. Das, ich habe jetzt ja der 44, 46. Und da bin ich herausgekommen, ich habe ihr gesagt, ich sag, können wir uns die Hand reichen? Ich sag, aber Jeans brauchst du gar nicht anprobieren. Die so, ich habe nur noch schwarze Leggings an. Ich sag, ja. Und ich fühle mich in allen unwohl. Ich so, ja, das ist, darum geht es nicht, dass du dich wohlfühlst, wirst dich jetzt in nichts mehr wohlfühlen. Das ist halt jetzt erstmal so. Ja, sehr, sehr schön. Und dann wirst du es richtig rum. Was machen denn hier die Omis? Ja, die kümmern sich um Glasbar. Oh. Ja, das ist übrigens nicht das Essen vom Vater. Das ist Oskar-Essen. Weil meine Mutti barft nämlich. Ne, Mutti, du barfst. Ja, ich barfe. Und du barfst voll, weil das haben nämlich schon mal welche gefragt, ob du voll barfst. Also immer. Oder ob du noch irgendwas anderes gibst. Nein, Mutti barft voll. Also kein Trockenfutter oder irgendwas dazu. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen! Das gefällt es dir? Weil das so zart ist, ja. Dachte ich. Genauso zart wie ich. Was ist mit Liebe gemacht? So. Bitte schön. Ich würde jetzt feiern, der frisst nicht. Na komm, mein guter Kuh. Ah, das ist dieses Schwein. So, ich bin jetzt mit meinem Lieschen, wie es schon angekündigt wurde, spazieren. Ich zeig dich dann gleich. Ja, und wir gehen jetzt zum Kino. Weil ich brauche noch einen Gutschein, weil von meiner Tante der Mann, Fastmann, hat morgen Geburtstag. Ich habe vorhin gerade Haare gewaschen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch so seht. Doch, man sieht es schon noch. Das ist furchtbar. Das ist oben hell. Weißt du, wie das ist? Das ist so dunkel. So dunkles Grau. Furchtbar. Lisa kennt ihr übrigens noch von dem Franzi Unplugged in Hamburg. Autofahren, genau, Lisa hat beim Autofahren gefilmt, als ich Auto gefahren bin. Renn mal nicht so schnell, ich bin doch dick. Deine Klappe. Oskar, wir gehen nicht hier lang. Vorsicht. Ja, als ob, ey. Als ob hier ein LKW ankommt, verstehst du? Vorsicht! Ich dachte jetzt, ist sonst was hier. Ich war jetzt hier vom 40-Tonner mitgenommen. Dreh mich um, Fahrradfahrer. Mensch. Ey, ohne Scheiß, Lisa. Das sah so schnell aus. Okay. Übrigens hat Christoph festgestellt, dass alle meine Freundinnen Lisa oder Nina heißen. Oh. Nee, wirklich jetzt? Cool. Da sag ich immer Lisa, ne, welche Lisa? Und da, oder Nina, ne, welche Nina? Es ist echt so. I'm a boss ass bitch. Lisa, pass mal auf, wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Oder was, ihr seid ja, ja, könnt ja auch mal eure Meinung schreiben. Obwohl, wenn ihr seht, das ist es schon passiert oder eben ohne. Ob ich mir... doch komplett wieder blond. Ich gehe da Lisa übelst aufs Schwein. Ich sagte das jedes Mal und dann mache ich es nie. Habe ich doch beim letzten Mal schon gesagt. Ja, hast du. Ja, und habe ich es nie gemacht. Mach's doch. Hab trotzdem meinen Ansatz. Oh, ich will. Aber das wächst doch wieder raus. I'm in love with your body. Hua, 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 hua. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. Push a ball like a magnet, you. Und mein Haar ist voll in Tür. Seht ihr mal das? Seht ihr mal, dass ich nicht nur so bescheuert bin? Na. Läuft eigentlich noch 50 Shades of Grey? Hab ich schon gesehen. Ist nicht dein Ernst. Doch. Und? War richtig gut, wir waren in der Spätvorstellung. In der Spätvorstellung. Wie sah der Christian aus? Oh. Ah, ich finde ihn nicht so heiß, aber du hast die Bücher nicht gelesen, ne? Nein. Ich finde. Oh, gib mir so an. Ich finde, der passt nicht in die Rolle. So, Freunde,
Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, der war nicht in Überlänge. Der nächste Vlog, der kommt, wird wahrscheinlich auch nochmal hier in Sachsen sein, denke ich. Ja, mit Sicherheit. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lisa sagt auch noch tschüss, wie sich das gehört. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielleicht ist die Lisa auch im nächsten Vlog mit dabei. Macht's gut. Und die Lisa gerade so, du hast gar nicht gesagt, Tschüssilein, Knutschilein. Tschüssilein und Knutschilein.